Das SEAT Autohaus Brochno in La Walde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Pfingstwochenende startete das Oberlausitzer Racing Team Bundesmann zum zweiten DM-Lauf im hessischen Gründau. Am Start war dieses Mal nur die Nachwuchspilotin des Teams Jasmin Meile. Beim einzigen reinen Asphaltrennen der Autocross-Meisterschaft wollte sie ihre Führung weiter ausbauen. Nach Platz 3 im Zeittraining zeigte die Oberlausitzerin schon beim ersten Vorlauf ihr Kämpferherz. Mit einem klugen und beherzten Start konnte sie die Führung erobern und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Im zweiten Vorlauf wollte sie ihre Leistung bestätigen und ging dabei etwas übermotiviert heran. In der vierten Runde nämlich kollidierte sie mit einer Betonmauer, fuhr auf den angrenzenden Hang und musste ihr Fahrzeug erst einmal abstellen. Die mitgereisten Teammitglieder reparierten ihr Crosskart dann in Rekordzeit. Und so konnte sie am dritten Vorlauf wieder teilnehmen und den vierten Rang belegen. Im Finale schließlich sicherte sich Jasmin von Platz 4 startend einen hervorragenden zweiten Rang und fuhr somit wieder aufs Podest. Die Gesamtführung musste sie allerdings an Marco Fürst abgeben. Am 13. und 14. Juni gibt es das nächste Meisterschaftsrennen. Dort soll dann auch wieder Teamchef Henrik Bundesmann ins Lenkrad greifen. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Brochno in La Walde.